Der BVB trainiert bislang noch ohne Lukas Piszczek, der im Kraftraum, im Physioraum individuell arbeitet. Aber wie aus BVB-Kreisen zu hören ist, ist er wohl damit zu rechnen, dass er am Freitag gegen Hoffenheim wieder spielen kann. Also heute noch nicht im Teamtraining, vielleicht morgen oder übermorgen. Offenbar ist die Verletzung an der Muskulatur, die er sich am Sonntag im Spiel gegen Frankfurt zugezogen hat, nicht so gravierend, als dass es einem Einsatz am Freitag entgegenstünde. Sokratis ist ebenfalls nicht mit draußen beim Teamtraining dabei. Nach seinem belastungsstabilen Wadenbeinbruch vor jetzt 3,5 Wochen ist er noch nicht wieder so weit, dass er mit der Mannschaft wirklich Übungen machen könnte. Aber er arbeitet drin an seinem Comeback. Für Freitag noch nichts, für nächste Woche gegen Anderlecht wohl auch noch nicht. Aber vielleicht in 10 Tagen zum BVB-Spiel in Berlin, da könnte der Grieche wieder ein Thema sein. Gerade in der Innenverteidigung hat der BVB ja durchaus aktuell gerade ein paar Sorgen. Neven Subotic und Matthias Ginter haben nicht so stark gespielt, wie man es eigentlich von ihnen erhoffen und erwarten könnte. Da lag er zuletzt eine Problemzone. Umso wichtiger, dass sich Mats Hummels jetzt wieder in diesen wenigen Tagen bis zum Spiel gegen Hoffenheim am Freitag wieder in Form spielt, wieder einen Rhythmus und Spielpraxis sammelt, hier mit der Mannschaft im Teamtraining.